Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Ja, also ich muss ehrlich sagen, liebe Friends, natürlich will ich lustigen Content für euch machen. Wir wollen viel lachen, aber wir müssen leider auch ernste Themen ansprechen. Natürlich haben wir heute die Thematik, klar, heute kam zum Beispiel ein Video online von mir mit Amar um 18 Uhr. Ich hoffe, das zieht ihr euch alle rein, ist auch sehr lustig geworden. Aber da wird der neue Gegner von Ringlife vorgestellt. Nur das Problem ist, dass Ringlife aber gar nicht mehr antretet. So, das ist aber auch im Nachhinein gekommen. Und dazu hat er auch ein Video gemacht. Darauf werden wir auf jeden Fall Reaction machen und unsere Meinung dazu sagen, ne? Sehr schade, dass Ringlife nicht kämpft. Ich hätte ihn jetzt gerne kämpfen sehen, ne? Gucken, was er da so, wie er sich entwickelt hat, wie seine Vorbereitung, wie was da geworden ist. Hätte ich gerne gesehen. Und natürlich hat der Bruder Smolik seinen Tumor entfernen lassen. Also es gab eine erfolgreiche Operation, wie ihr auch auf Instagram auf das Foto sehen könnt. Aber darauf werden wir auf jeden Fall auch, ihr wisst, ich habe ja von Anfang eigentlich gesagt, wir gehen jetzt nicht auf das Thema Kanye wie so ein, wegen Frauen und so, es geht uns nichts an. Aber das ist jetzt so lustig. Der hat das selber auch jetzt groß gemacht, da kann man auch mal reden, ne? So, ohne uns da jetzt einzumischen. Also das heißt, wir gehen jetzt nur drauf ein, wie er reagiert, wie er was sagt. Das mit seiner Frau geht uns gar nichts an. Dazu will ich auch gar nichts sagen. Wir flitschen ein, zwei Tangas nur rein. Ein, zwei fliegende Tangas in Richtung Kanye als Trostpreis. Okay, ERXNR sagt, Ringlife hätte 100.000 für den Kampf mit Smolik. Ich hätte gekämpft. Der hätte 100.000 für den Kampf gekriegt? Mit Werbung und so aber. Also mit Werbung, ja, weil Gage 100.000 hätte, glaube ich nicht. Weil ihr wisst Bescheid, Legacy, nächster Kampf sind ja am Start 100.000. Aber du weißt, ne? Ja. Der sollte gegen Smolik, dann sollte der gegen Roy Jones. Genau, das habe ich einen Ausschnitt gesehen. Lass das, genau. Roy Jones, das war ja, ey, das hat er abgelehnt, ne? Digga, ist der verrückt? Ich hätte so gegen den Kämpfer. Ich gebe euch die 100.000, lass mich den schlagen. Like, ich tue 10.000 drauf, lass mich gegen Roy Jones kämpfen. Gegen eine Legende. Walla, aber egal. Ja, willst du den packen? Was sagst du? Den Roy Jones? Ich töte den. Ich auch. Der ist 50. 55. 55? Ich hätte den getötet. Ich hab den aus. Einfach ein Legende kaputt gehauen. Auf can't be touch. Ich will nicht reinlaufen. Nein, also man muss natürlich vor Roy Jones Respekt haben, das ist ein krasser Fighter, einer der Besten so. Also ich hätte mir die Chance nicht entgehen lassen. Cloud Money sagt, Ringlife hat erst abgelehnt, dann wieder zugesagt. Erklärt das alles, schaut einfach sein Statement. Okay, Bruder, aber wir haben natürlich auch jetzt sehr wichtige Themen. Wir gucken uns ganz kurz das Statement von Ringlife an. Er tritt ja doch nicht an gegen Smolik, ein Tag vor dem Kampf, Digga, was geht da ab? Scheiße. Puh. Okay, ganz krasse Info hier, die ich gerade lese. Reagiert nein, auf das... Nicht, spoilerst du das Video, was du jetzt anmachst. Ach so, okay. Okay, ich darf es nicht vorlesen, Bro. Querschnittslähmung und eben auch bleibende Nervenschädigungen, dass er dann auch den linken Arm nicht mehr richtig bewegen kann. Ach, Leute, ich weiß ehrlich nicht, was ich euch sagen soll. Kurz gefasst, ich bin raus aus dem Event, aus dem Samstag bei Legacy Boxing. Unfassbar, Digga! Ich will euch alles so transparent wie möglich mitteilen und erklären, was Sache ist, damit ihr das versteht. Das hat mehrere Gründe, die erkläre ich euch jetzt auch alle. Grund Nummer 1, ihr habt gesehen, Michael Smolik hat letzte Woche leider selbst schon abgesagt. Bei ihm ist was sehr, sehr Schwerwiegendes festgestellt worden, Gehirntumor. Der muss morgen in die Operation. Hoffentlich läuft da alles auf jeden Fall gut. Mein seit 2 Jahren geplanter Kampf mit Michael Smolik war abgesagt. Scheiße gelaufen, aber ich habe gesagt, ich werde trotzdem kämpfen, weil ich nicht möchte, dass das Event ins Wasser fällt. Legacy hat sich sehr viel Mühe gegeben. Sehr viele Leute wollten einen geilen Abend sehen. Legacy hat mir dann direkt als Ersatz Roy Jones Jr. angeboten. Ja! Wow! Also, erstmal, liebe Friends. Also erstmal Respekt an Legacy. Die haben die Promo, Pressekonferenzen und alles, was dazugehört, super geil umgesetzt. Legacy hat super Arbeit geleistet, geile Promo. Der Kampf zwischen Smolik und Ringlife wäre ein Aufguss, ja. Wäre sicherlich sehr interessant gewesen. Ich hätte den Kampf sehr gerne geguckt.
Und hier wird einfach von Legacy eiskalt, Alter, wie geil haben die das hingekriegt, einfach Royal Jones Jr., ich habe seinen Namen jetzt glaube ich auch scheiße ausgesprochen, bleiben wir einfach bei Jones Jr., Captain Jones, einfach den Jones organisiert. Boden. Ihr kennt ihn alle, Roy Jones Jr., die Boxlegende, als Ersatzgegner und die haben gesagt, wir könnten den organisieren, der ist auch schon bereit dafür, der hat schon zugesagt. Ich habe zuerst gesagt, ey, spinnt ihr, ich kämpfe nicht gegen Roy Jones Jr., ja, weil, ey, bei Liebe, ich glaube immer noch, dass Roy Jones mich durch den Ring prügelt. Ey, das wäre mir so scheißegal gewesen, ey, Ringlife, ey, Dicker, das ist doch, das wäre doch echt, ey, du bist doch ein Boxer, du bist doch ein begeisterter Boxsportler-Fan auch. Das ist Roy Jones, Digga, mit denen ein Ring stehen, so, zu seiner Legacy mitgehören, so, dass du auch gegen den gekämpft hast. Mann, Bro, Alter, ich wär, ey, ich schwöre euch, ich wär mit kaputte Knie, mit Gips, ich wär da reingegangen, ob der mich kaputt haut oder nicht, ist mir scheißegal, Mann. Ich hätte diesen Roy Jones so versucht, die Fresse zu polieren, ist so scheißegal. Ey, das wär echt so eine geile Chance gewesen für dich, Alter. Also, was heißt Chance, Mann, so einfach... Mit so einer Legende im Ring zu stehen, vor so einem großen Publikum. Also ich hätte mir das nicht entgehen lassen. Das wäre Ehre. Auch wenn er dich kaputt haut, Bruder, Ehre. Ich küsse dein Herz. Ich meine, jeder Mensch ist anders, klar. Ich weiß, der Ringleiter will sich da nicht K.O. hauen lassen. Aber ey, du wirst nicht von irgendjemand K.O. gehauen, wenn du K.O. gehen würdest. Du wirst von einer Legende abkassieren, weißt du, was ich meine? Er ist immer noch einer der besten Boxer überhaupt, aber ich möchte nicht gegen ihn kämpfen, weil der Mann ist mittlerweile 55 Jahre alt und ich will nicht einem 55-Jährigen gegen den Kopf hauen. Okay, auch natürlich hat er auch recht, ist da natürlich immer noch 55, aber ich glaube, das hätte der auch ausgehalten. Auch so, wenn die Schläge von ihm, von Ringlife hart sind. Ich krieg das nicht mit meinem Gewissen vereinbart, will ich nicht machen. Also habe ich an erster Stelle abgelehnt, habe gesagt, nein, den Kampf mache ich nicht. Dann habe ich aber mit meinem Team gesprochen und mein Team hat gesagt, ey, du spinnst, das ist ein Top-Ersatz und die Leute werden das feiern, dass du gegen ihn kämpfst und für dich wird das eine geile Erfahrung sein, scheißegal, was in diesem Kampf passiert, mach diesen Kampf auf jeden Fall. Ich habe Legacy angerufen, habe gesagt, okay, passt auf, Leute, ich mache diesen Kampf, mach den klar. Dann wurden die Verhandlungen also mit Roy Jones geführt. Mir wurde aber auch direkt gesagt, pass auf, Edmond, Roy Jones selber hat zwar zugesagt, er will das Ding machen, aber es geht jetzt nur noch um das Finanzielle. Wir müssen schauen, ob wir uns den überhaupt leisten können. Ja, das kommt ja auch noch dazu. So ein Roy Jones ist wahrscheinlich auch nicht günstig. Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch hoch, dass Ringlife den ja auch K.O. hauen könnte. Für einen Roy Joint, wäre das natürlich dann auch nicht so prickelnd. Würde ich mal jetzt so sagen. Roy Jones ist natürlich Roy Jones, den bekommt man halt nicht mal für ein paar tausend Euro so. Parallel dazu, während wir die Verhandlungen mit Roy Jones führen, haben wir aber schon einen anderen Gegner für dich, der hat ebenfalls schon zugesagt, der hat gesagt, der wird gegen dich kämpfen. Möchtest du gegen den kämpfen? Und das war eben dieser Rafael Bejaran. Und auch da habe ich gesagt, ja, ich nehme diesen Kampf. Also das war jetzt mittlerweile dann der dritte Gegner, dem ich zugesagt habe. Ich habe gesagt, mach diese Kämpfe klar. Dann haben wir den Kampf bekannt gegeben. Die Verhandlungen liefen weiter mit Roy Jones, sind dann allerdings also gescheitert. Das mit Roy Jones hat nicht geklappt. Und einen Tag später erfahre ich, dass auch Rafael Bejaran raus ist aus dem Kampf. Nicht er hat... Also Bejaran, das ist der, den wir euch heute vorgestellt haben quasi. Heute kam ja das Highlight-Video raus um 18 Uhr. Zieht euch das Video trotzdem rein. Auch wenn es klar ist, dass Bejaran jetzt nicht mehr der Gegner ist, aber das Highlight ist sehr lustig geworden. Gönnt euch natürlich... wir haben ja so gesagt, dass der von Universum geschickt worden ist. Also sehr lustig geworden. Zieht euch das rein auf jeden Fall. Abgesagt, sondern das muss man ihm auch zugutehalten. Er hat zugesagt, aber irgendwie sein Management oder sein Promoter hat sich geweigert, ihn kämpfen zu lassen und hat ihn aus dem Kampf rausgenommen. Von da sind wir jetzt, ich glaube, das war am Sonntag oder so. Also am Sonntag habe ich erfahren, dass ich wieder mal jetzt zum dritten Mal ohne Gegner dastehe und keinen Kampf habe am Wochenende. Ja, jetzt siehst du Ringlife auch selber, ne, weil auch wegen der Thematik mit Universum, so schnell kann das gehen. Dann hast du einen Gegner, dann hast du keinen Gegner, dann ist das unorganisiert, dann kann das passieren. Es ist halt alles nicht immer so einfach, wie alle sich das vorstellen. Und deswegen finde ich das schade, dass einige Leute auch Universum immer schlecht gemacht haben. Es ist nun mal nicht einfach, sowas Geiles auf die Beine zu stellen, wo alles reibungslos einfach klappt, zu 100%. Es ist einfach so. Es passieren immer Probleme, immer kann was dazwischen kommen. Es ist einfach so. Wochenende. Es wurden wieder Ersatzgegner gesucht. Zwei Gegner wurden mir da vorgestellt. Ich habe gesagt, ich kämpfe. Allerdings parallel dazu ist bei mir selber noch was passiert. Und zwar habe ich die letzten zwei Wochen ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Nacken gehabt, die immer schlimmer wurden, problematischer wurden. Bei jeder Spannungseinheit, die ich gemacht habe und einen Treffer gegen den Kopf kassiert habe. Wenn mein Kopf auch nur ein bisschen so nach hinten ruckartig geht,
klemmt es mir hier hinten was ein. Und dann schießt ein Elektroschock mir direkt in den Arm runter und von meinem kleinen Finger aus nach oben fängt mein Arm dann an, so taub, so pelzig zu werden. Mhm. Ich habe das besonders in der Sparringseinheit mit Mike, meinem Hauptsparringspartner, gemerkt. Der hat mir einen Aufwärtshaken gegeben. Ich habe wieder dieses Gefühl gehabt, dass mir den Arm runtergeschossen und mein Arm wurde sofort taub in dem Sparring. Ich habe das meinem Physio gesagt und deswegen schlussendlich hat er gesagt, okay, mach auf jeden Fall ein MRT. Ich bin ins MRT gegangen, ich habe meinen Kopf checken lassen und eben meine Halswirbelsäule. Den Kopf habe ich checken lassen, weil mir das mit Michael Smolik ein bisschen Sorgen gemacht hat und ich erschrocken bin und selber wissen wollte, ob mit meinem Kopf nach den harten Sparringseinheiten die letzten Wochen alles gut ist. Da hat sich herausgestellt, dass im Kopf zwar nicht ist, aber ich habe einen doppelten Bandscheibenvorfall in der... Ah. Doppelter Bandscheibenvorfall ist natürlich Lähmung, also diese Gefühle, Taubheitsgefühle. Habe ich seit 8 Jahren. Ne, die haben wir ja beide, diese Probleme. Ich hab ja, die Spritze habe ich auch gekriegt, weißt ja. Nein, nicht also, da. Ich habe auch vor L5 und L6, okay. Das sind sogar die größten Bandscheiben. Aber er hat das hier im oberen Bereich. Okay. Deswegen zieht sich das auf den Arm. Bei mir zieht sich das auf den Bein. Wenn das im unteren Bereich ist, zieht das auf die Beine, dieses Lähmen und Taubheitsgefühl. Und im oberen Bereich geht das so Richtung Arme, Nacken und sowas. Ja. Aber ja. Ich hätte auch gekämpft. Ich weiß 100%, du hast gesagt, ich hätte gekämpft. Klar. Allein weil das Roy Jones ist. Wahrscheinlich auch dummerweise jetzt, weil man will ihn jetzt nicht schlecht reden. Ich hätte es aber dummerweise auch riskiert. Allein klar. Schon, damit... Ich ja. Einfach so gegen... Ich war mit Roy Jones kämpfen, so. Ich habe gegen den gekämpft, Roy Jones. Ja. Halswirbelsäule. Ich habe einen leichteren Bandscheibenvorfall zwischen dem dritten und dem vierten Wirbel und ich habe einen schweren Bandscheibenvorfall zwischen dem vierten und dem fünften Wirbel in der Halswirbelsäule. Ich weiß auch ganz genau, wo das entstanden ist. Das ist in der Sparringseinheit mit Agit Kabayel passiert. Ha! Agit Kabayel! Oh, jetzt auch was für ein Schlag, der kommt jetzt. Agit Kabayel, der Bösewicht, hat wieder alles gefickt mit seinen Schlägen. Vor ein paar Wochen, wo ich da hingegangen bin, um mich mit Agit in Düsseldorf unfassbar. Im UFD-Gym auf den Kampf mit Smolik vorzubereiten. Wir haben Sparring gemacht, Agit hat mir einen Treffer gegeben. Also ich sage euch ehrlich, diese harten Fäuste von Agit habe ich auch schon kassiert ohne Kopfschutz. Bin auch 2-3 Mal zu Boden gegangen, bin aber immer wieder aufgestanden, weil ich Terminator bin. Die Schläge von denen sind hart. Kopf ist hinten nach hinten weggeschossen und ich habe sofort hinten in meiner Wirbelsäule einen Schuss durch den ganzen Körper gespürt. So. Und am Tag darauf, auf dem Weg nach Hause, war ich einfach nur noch Robocop. Also ich saß nur noch so da, ich konnte meinen Nacken, meinen Hals überhaupt nicht mehr bewegen, war wie angewurzelt. Ich habe das euch am Anfang im Video eingeblendet, was sie gesagt haben, weil die haben zu zweit darüber geschaut. Also ich bin der Markus. Also ist das schon krass, ne? Ein paar Tage vor Smolik auch mit so einem kranken Ding und jetzt kommt Ringleif auch mit so einem Ding. Scheiße, Mann, Alter. Also das ist echt, ey, das ist echt Schwanzkuss. Im Ghetto weiß Bescheid. Es ist heftig, Mann. Also wir wünschen natürlich Ringleif trotzdem gute Besserung, ist ja klar. Ah, das ist echt scheiße gelaufen für beide, Alter. Wobei ja bei Ringleif das jetzt passiert ist wegen dem Sparring. Und bei Smolik, das wahrscheinlich schon sich über mehrere Monate, über Jahre wahrscheinlich gewachsen ist, ne, der Tumor. Markus Wohlgefallen. Als halt Zufall, dass beide genau vor dem Kampf so bin ich. Das ist halt behinderter Zufall, ne? Ich bin hier einer der Inhaber von Auto Plus. Wir behandeln den Edmon und wir sind natürlich als Ringärzte und Sportärzte normalerweise immer daran interessiert, dass alle Kämpfe und alle Sportevents stattfinden können. Aber es gibt gewisse Situationen, wo wir einfach ärztliche Verantwortung haben, die Gesundheit unserer Sportler oder der Sportler auch zu schützen. Und das ist jetzt so ein Fall. Ich hasse das, wenn das so halt beim Reden. Ich hasse das, aber wir können jetzt nichts für. Aber ich meine, ich hasse es selber so. So, dass wir, der Dr. Skotecki und ich, wirklich dringend empfohlen haben, dass dieser Kampf nicht stattfindet. Okay? Bei so einem großen Bandscheibenvorfall eine gewisse Gefahr, dass der Nerv so stark abgedrückt wird durch einen Schlag, durch eine ungünstige Kopfbewegung, dass praktisch dann eine Not-OP notwendig wird oder vielleicht Dauerschäden zurückbleiben im Sinne von kompletter Nerv. Ja, also im Prinzip hat Legacy richtig Money gemacht. Oh. Karten verkauft, Ringlife kämpft nicht, Smolik kämpft nicht, beide Gagen weg, Halle ist ausverkauft, fast ausverkauft. Kaniavis Schwiegervater-Style. Kaniavis Schwiegervater hat abgeräumt. Hat die Braut gegeben, wieder genommen. Geld in die Tasche.
Also die haben ja schon einen kleinen Plus haben die davon, aber vergiss nicht, das Legacy hat damit ja auch nichts zu tun. Also das hat Legacy ja nicht bösartig Plus gemacht, so wie den Verkauf des Autos von dem Schwiegervater, wo der sogar Plus gemacht hat. Das war ungewollter Plus. Wisst ihr, was ich meine? Sinan, spring du für Small League und Ringlife ein und die sollen einen guten Boxer holen. Du haust den weg und machst... Bruder, ich bin da. Wenn Legacy sagt, komm morgen... Komm, du bist Ringlife, ich bin Small League. Für 100.000, wir schlagen uns die Köpfe ein, Bruder. Auf Rüderlich. Entspannt. Bruder, für 100.000, ich schlachte dich. Für 100.000, den Referee, Bruder. Ja, wie gesagt, Legacy, ich bin morgen da. Ich auch. Wenn ihr mich braucht im Ring gegen Roy Jones oder gegen irgendeinen anderen, ich kämpfe. Wallah, für 100.000 kämpfe ich gegen Mike Tyson. Ich kämpfe gegen alle, den ihr mir bringt morgen. Ist mir egal. Und sogar umsonst. Guck mal, was für einer ich bin. Umsonst, Rala, ehrenamtlich. Gegen Mike Tyson kämpfe ich umsonst und für 100.000. Yalla. Sucht euch aus. Ausfall. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, erstens mal, die Leistung wird durch diese Verletzung auf jeden Fall durch diesen Schaden eingeschränkt sein. Es wird also kein fairer Kampf sein. Und das ist für uns viel wichtiger, es könnte ein Dauerschaden bleiben, den man dann vielleicht mit einer Not-OP beheben muss. Und auch da ist ein gewisses Risiko, dass Restschäden bleiben. Wenn meine Deckung einmal nicht gut ist, wenn ich etwas müde bin und mein Nacken nicht mehr stabil ist, wenn ein Schlag kommt, den ich vielleicht nicht sehe und der mich richtig hart trifft, wenn ich vielleicht Knockout gehe sogar oder irgendwas, könnte das einfach dazu führen, dass die Nerven zu meinem linken Arm direkt dauerhaft beschädigt werden und der lahm wird und ich sofort notoperiert werden muss, damit das irgendwie gerettet werden kann? Oder im schlimmsten Fall führt es dazu, dass ich querschnittsgelähmt werde, halsabwärts? Ja, das ist natürlich ekelhaft und da verstehe ich natürlich auch, dass Ringlife dann auch nicht kämpft. Traurige Nummer, was soll ich euch sagen? Trotzdem habe ich mit meinem Team gesprochen, was sollen wir machen? Sollen wir trotzdem kämpfen? Aber es hat sich halt einfach jeder gegen mich gestellt. Ich guck Monte, Mike Tyson ist ein Köter. Bruder, bitte. Einmal. Wenn du das nochmal schreibst, Bro. Block, sperren, Anzeigen, Kanyavis Vater zu dir nach Hause schicken, alles mitnehmen. Ich guck, ob Kanyavi da noch einen richterlichen Beschluss für dich hat, ich schwör's dir. Also. Bro. Da musste ich eingreifen, nie wieder. Wir gucken bei dir im Schrank, ob da Geld ist. Ich schwör auf alles. Mach das nie wieder, Cousin. Bring deine Chairs mit, wenn du kommst. Ich küsse dein Herz. Ey, man sieht dein Gesicht nicht richtig. So. Meine Familie, ganz an erster Stelle natürlich eine oberste Priorität. Meine Mutter hat sich komplett dagegen gestellt, hat einfach gesagt, nein, du machst das auf gar keinen Fall. Der Arthur, mein Coach, hat auch gesagt, so, er meinte, ey, mag sein, dass wir da reingehen und du den Kampf gewinnst und es passiert nichts. Aber sollte irgendwas passieren, werde ich mir das selber nie verzeihen können. So. Und dann mein Ärzteteam natürlich, die selber, also man muss halt auch sagen, so, das ist jetzt nicht das 0815 Ärzteteam, das bei jedem kleinen Kratzer sagt, nee, mach den Kampf nicht und so. Das sind selber Ringärzte, Sportärzte, weißt du, die da schon ein bisschen seriöser sind. Und die haben auch auf jeden Fall gesagt, nee, auf gar keinen Fall machst du diesen Kampf, weil es ist einfach zu viel Risiko. Und das Ding ist halt jetzt einfach... Ja, wenn die Ärzte, wenn da zwei Top-Ärzte sitzen und sagen, mach das nicht zu 100%, ist ja klar, weil da die Schäden, die du davontragen kannst, sind natürlich enorm, das ist ja klar. Die Gesundheit geht natürlich vor. Traurig und schade für Legacy auch, aber da kann die Veranstaltung natürlich auch nichts für. Es ist nicht mehr der Kampf mit Smolik. So, mich hat eigentlich, wie gesagt, nur der Kampf mit Smolik interessiert. Und wäre das jetzt noch der Kampf mit Smolik, hätte ich das trotzdem gemacht. Ja? Dann, keine Ahnung, spritzt mir irgendwelche Betäubungsmittel oder was weiß ich, irgendwas rein. Der eine Arzt hätte mitkommen können und wäre da irgendwas passiert, hätte er sich vielleicht direkt darum kümmern können. Ja? Wäre das der Kampf noch vielleicht mit Roy Jones gewesen, hätte ich gesagt, okay, das machen wir vielleicht auch noch, weil das ist so eine einmalige Gelegenheit. Ja? Bei dem, hätte ich das bei diesem Rafael Becheran erfahren, weiß ich nicht, aber jetzt so, nachdem die alle abgesagt haben und ich jetzt, sage ich mal, gegen irgendjemanden kämpfen muss, der auf die Schnelle da gefunden werden muss für mich und dann mich entweder da reinzustellen, um mich komplett abzumühen, weil mein Arm vielleicht taub wird wieder nach ein paar Treffern oder einen absolut beschissenen Kampf liefern und was weiß ich, was noch Schlimmeres passiert, da sehe ich einfach das Risiko, ich sehe da keinen Wert hinter dem Risiko, versteht ihr? Und deswegen habe ich dann auch... Ja... Kann ich nachvollziehen, gegen den Roy Jones, dass er das so in Kauf genommen hätte vielleicht noch. Klar, hätte ich dann auch gemacht vielleicht. Aber wie gesagt, Gesundheit geht vor. Und gerade hat jemand gefragt, ob das für immer so ist oder auch weggeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Schäden sind, die der Ringlife jetzt für immer davon trägt. Oder ob sich das behandeln lässt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht so richtig, wirklich. Gegen einen Bandscheibenvorfall kann man nur zwei Sachen machen. Die eine Sache bringt nichts. Meistens macht es sogar nur alles schlimmer. Das ist die Operation. Davon würde ich jeden abraten.
Ja. Die zweite Sache ist, du kannst deine Muskulatur so aufbauen, weil Bandscheibenvorfall bedeutet, dass die Gelschicht zwischen den Wirbeln weg ist. Das heißt, Knochen reibt sich an Knochen. Baust du aber deine Muskeln auf, drücken deine Muskeln diese Wirbel dann so gesehen wieder auseinander und du hast wieder Stabilität. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Immer wenn ich unteren Rücken gut trainiere, keine Rückenschmerzen, lasse ich es einen Monat sein, laufe ich wie ein Pirat rum. Das war jetzt die Physio-Orthopädie-Chirurgie-Amal-Praxis. Schlussendlich dann entschieden, dass ich das auf jeden Fall nicht machen werde. Ich hatte ja auch einen Bandscheibenvorfall, aber den kleinen hatte ich einmal. Fight. Ich will mich jetzt hier auch nicht hinstellen und mich irgendwie beschweren und so, doch, weil, wie gesagt, wir haben letzte Woche erfahren, was bei Michael Smolik los ist und bei dem, das, was ihm bei ihm davor gefallen ist, ist auf jeden Fall nochmal viel schlimmer und deswegen will ich mich jetzt hier auch nicht irgendwie so als Opfer darstellen oder so, aber für mich ist es alles drumherum einfach extrem unangenehm. Ich habe mich 3 Monate vorbereitet, ich habe Vollgas gegeben, um diesen Kampf machen zu können und jetzt in den letzten Schritten, in den letzten Etappen einfach, bricht alles auseinander. Das Ende vom Lied ist, ich muss jetzt mehrere Wochen Behandlungen machen und im Notfall, falls das alles nicht hilft, muss ich operiert werden. Ja? Also Bandscheibe technisch oben, ich weiß nicht, ob ich den zu einer OP raten würde, aber schade und traurig. Wir wünschen natürlich Ringlife da gute Besserung. Ja? Ich wollte mir eigentlich mit diesem ganzen Event einen Traum erfüllen. Das habe ich euch gesagt. Mir geht das hier nichts um Geld, mir geht das hier nicht um irgendwas. Ich wollte mir eigentlich diesen Traum erfüllen vom großen Profikampf, einmal im Ring stehen, Profikampf machen, nachdem ich es so oft versucht habe und jedes Mal kurz davor passiert irgendwas und es klappt nicht. Und für mich ist es jetzt einfach... Ja? Steht nicht für ihn geschrieben. Ja, ist halt leider schade. Ja. An der Zeit und ich sage einfach, ich mache weiter das, was ich mache aktuell. Ich mache weiter mein Entertainment, meine Videos, was auf YouTube angeht und versuche aus dem Hintergrund dann heraus mit meiner Marke die Leute zu supporten, die Events zu supporten und da was aufzubauen. Aber als aktiver Fighter wird es für mich dann auf jeden Fall anscheinend nicht sein. Diesen Traum werde ich mir anscheinend nicht erfüllen können. Ja, was soll ich sagen? Das Event an sich wird trotzdem stattfinden am Samstag. Also ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Ich würde mich dennoch freuen, wenn die meisten von euch trotzdem kommen und ihre Tickets behalten, weil wir versuchen daraus einfach ein Agi Kabail hat einfach seine Boxkarriere beendet, bevor sie begonnen hat. Der Arme, ey. Ja, aber das war ja auch, das war auch nicht in Agis Absicht. Ne, das passiert. Ist traurig und schade für Edmund. Hätte ich ihm gegönnt, auch mal einen Profikampf zu haben, ne? Weil er es ja auch sein Ziel war, mal das zu haben. Schade. Einen Abend zu machen, die restlichen Kämpfe, die dort stattfinden, das sind wirklich gute Boxkämpfe dabei. Gibt Legacy und dem Event eine Chance auf einen geilen Abend. Ich verstehe es natürlich, wenn ihr sagt, nee, ich habe gar keinen Bock mehr und ich möchte die Tickets nicht mehr, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich werde jetzt nach diesem Video wahrscheinlich für ein paar Tage erstmal eine Auszeit nehmen auf Social Media, die ganze Enttäuschung verarbeiten und dann komme ich wieder zurück und dann machen wir weiter mit gewohnten Content. Es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat und es ist kein schönes Gefühl. Ja.